Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Videoformat. Und zwar heute geht es ein bisschen ab in die Küche. Deswegen seht ihr schon hier im Hintergrund, sieht es ein bisschen nach Küche aus, denn wir kochen heute ein bisschen. Und zwar habe ich mir überlegt, ich möchte ganz gerne auf diesem Kanal hier ein bisschen Biersüffler kocht. Und zwar traditionelle Speisen, die natürlich auch zu dieser Jahreszeit passen, mit euch zusammen kochen. Ganz einfach, so möglichst schlicht. Aber richtig lecker. Und ich habe richtig Hunger jetzt gerade. Und aus diesem Grund müssen wir hier ein paar Schnitte wahrscheinlich machen. Früher hat meine Freundin immer das Handy gehalten. Ja, die ist gerade in Thüringen unterwegs. Aus dem Grund haben wir da ein bisschen Probleme. Mache ich hier mit dem Selfie-Stick. Muss ich mal gucken, wie ich das dann zusammenschnippeln tue. Ich hoffe, euch gefällt es ein bisschen. Vielleicht kann ich euch sogar ein bisschen inspirieren mit dem ein oder anderen leckeren Essen. Denn, ja, doch, der Biersüffler, der kann eigentlich relativ gut kochen. Da hat sich noch keiner beschwert zumindest. Mache ich auch recht gerne, war ja auch schließlich mal Koch gewesen, also aus dem Grund kriegen wir auf jeden Fall hin. So, würde ich sagen, ich drehe euch erstmal um und zeige euch erstmal, was es heute überhaupt gibt. Wobei, das habt ihr wahrscheinlich schon am Titel gelesen, nicht wahr? So, ihr Lieben, so, ich habe euch jetzt immer umgedreht und jetzt sehen wir schon, was es heute gibt. Richtig, der Berliner Klassiker, Grünkohl mit einer Knacker. Ganz klar, ist ein richtig super Einsteigeressen, richtig geil in die Saison jetzt, November, Dezember, da passt das auf jeden Fall und das kriegt wirklich jeder hin, jeder kriegt das hin. Fangen wir mal mit den Zutaten an, was brauchen wir denn da? Da brauchen wir auf jeden Fall einen Grünkohl, ne? Guck mal hier, ist ja schon die Knacker da drauf hier, schöner Grünkohl, so muss das sein, naturbelassen. So ein bisschen Salz wird da schon mit drin sein, ist halt so ein bisschen in Flüssigkeit eingelegt. Ihr kennt das, ist aus dem Glas, könnt ihr benutzen. Dann natürlich hier, ja, die gute alte Berliner Schinkenknacker. Die darf natürlich nicht fehlen, ist ein Berliner traditionelles Essen und deswegen Schinkenknacker brauchen wir natürlich. So, zum Würzen nehmen wir natürlich einmal Senf, der kommt hier mit in die Pfanne gleich, aber auch natürlich zum Schluss später auf die Wurst rauf. Dann haben wir hier ein bisschen Zimt. Schwarzen Pfeffer, bisschen Meersalz, dort gute alte Maggi darf nicht fehlen. Und natürlich nehme ich hier noch Olivenöl, ist jetzt nicht das Beste, aber das ist schon okay, sage ich mal. Und original übrigens mit Butter. Man würde Butter nehmen, ich entscheide mich aber tatsächlich fürs Olivenöl, macht das Ganze noch ein bisschen fluffiger. Und das war es auch schon gewesen, mehr brauchen wir gar nicht. Arbeitswerkzeuge ist eine Pfanne, ein Wasserkocher, um die Wurst hier schön zu erhitzen. Und ja, ein Löffel halt, irgendwas zum Umrühren. Und das war's schon gewesen. Ich würde sagen, ich bereite das alles mal hier vor und dann gibt es den nächsten Schnitt und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, Freunde, da sind wir auch schon wieder. Ihr seht schon, der Grünkohl ist jetzt da in der Pfanne drin. Ich habe die Herdplatte hier schon angemacht, die ist auch volle Packung. Das heißt, das Ganze ziehen wir jetzt erstmal warm, wie ich schon vermutet habe. Das ist ein bisschen vorgewürzt, das Ganze. Macht aber gar nichts, wie gesagt, wunderbar, passt. So, als nächstes nehmen wir mal hier unser Öl. Da mache ich einfach nur so ein... Zack, hier so ein kleiner Schwappel. Das reicht schon völlig aus. Oh Gott, ist das kompliziert hier mit den... Ja, so. Dann nehmen wir mal hier unseren Maggi. Ein paar Spritzer da durchaus rein. So, dann nehmen wir als nächstes den Senf. Ah, guck mal. Da fängt es auch schon an. So, der Senf kann dann auch schon mal da rein. Oh ja, Leute, ich muss euch hier jetzt immer mal ein bisschen hin und her nehmen. Das schwenkt ein bisschen. Ich hoffe, ihr seid nicht seekrank. Hier haben wir Zimt, Salz und Pfeffer. Vorsicht mit dem Salz, Leute. Das ist schon vorgesalzen hier, ne? So wie es im Glas daherkommt. Da ist Maggi drin, ist auch nochmal salzig. Und eine Knacker, eine Berliner Knacker ist immer salzig. Deswegen wirklich nur eine Prise nehmen. So, zack, da rein. Wunderbar. Das Ganze fängt schon an jetzt hier warm zu werden. Wir sehen das. Das fängt an zu blubbern. Perfekt. Das heißt, wir können jetzt uns schon mit dem Löffel, können wir hier schon mal ein bisschen, ja, hier drin mal ein bisschen umrühren. Alles ein bisschen verteilen, gleichmäßig. Ja, hier so diese Bällchen. Vielleicht hier so ein Bällchen, guck mal, die kann man verteilen, so. Na, dass das wirklich überall schön umgerührt ist. So, das lassen wir jetzt ungefähr 12 Minuten, Leute. Lassen wir das jetzt mal so richtig schön erhitzen. Ich räume jetzt mal diesen ganzen Spaß hier weg und dann kümmern wir uns gleich um die Würstchen.
So, Freunde, so sieht das jetzt aus nach 12 Minuten. Das ist alles schön verteilt. Die Gewürze, die sind jetzt hier alle richtig. Ich halte das mal ein bisschen näher dran. Alle richtig schön da drin. Das ist jetzt richtig schön angezogen. Ich habe es jetzt mal so ein bisschen von der Herdplatte genommen. Das ist definitiv fertig. Das zieht jetzt noch ein bisschen. Der nächste Step ist erstmal Wasser. So, da haben wir hier so einen Wasserkocher. Da lassen wir jetzt hier so ein bisschen Wasser reinlaufen. Wunderbar. So, das kommt dann dahin, bleibt mal offen und dann entscheide ich mich für eine Wurst. Die schaut so aus, das ist eine Berliner Knacker, die packen wir dann natürlich mal eben hier rein. So, zack, da drin ist sie, so, fröhliches Kochen und dann hier zack, anmachen, wunderbar, müssen wir warten, das können wir übrigens ausdrehen. So, das heißt, wir warten jetzt, bis diese Wurst da fertig ist. Das zieht jetzt noch ein bisschen und dann können wir auch schon anrichten und dann sehen wir uns beim Essen wieder. Bis gleich. Ja, das ist das Ergebnis. Ich habe das jetzt hier schön angerichtet, wie gesagt, vorher natürlich abgeschmeckt. Habe unsere Knacker richtig schön dort in diesen Grünkohl reingesetzt, reingelegt. Und schön nochmal ein bisschen bestrichen mit dem mittelscharfen Bautzner Senf. So schaut das Ganze aus. Ich finde, es sieht recht appetitlich aus und es ist wirklich so, so schlicht. Das kriegt wirklich jeder hin. Und jetzt lassen wir uns das gleich mal schmecken. Da gehen wir mal rüber ins Studio. Da werden wir das Ganze mal verköstigen. Bis gleich, Freunde. So, da sind wir wieder zurück in unserer ja, gewohnten Umgebung, wo wir uns ja sonst auch immer für die Biertests aufhalten. Hier natürlich der Gaben- und Speisetisch und da liegt jetzt dieses ja, leckere Essen vor mir. Das duftet richtig schon. Ja, so, das ist so typisch Herbst-Winteressen. Ne? Ja, als Bier habe ich mir heute das Turmbräu Winterbier mal wieder ausgesucht. Ist klar, wir sind in der Jahreszeit drin und aus diesem Grund ganz klar, das möchte ich gerne dazu trinken. Hier gerade, ich habe ein bisschen mitgeleckert. So, lassen wir mal laufen. Lecker, Leute. Zum Wohl. Schön malzig. Ja, und dann wollen wir mal probieren, was bei uns da Schönes haben geköchelt. Naja, wirklich kochen, so richtig, ich sag mal, kompliziert ist es noch nicht. Vielleicht machen wir noch mehr Kochvideos, dann könnte es auch mal ein bisschen komplizierter werden. Was können wir sagen? Grünkohl, ganz klar, ist das wichtigste Lebensmittel, wenn es um Beta-Carotin geht. Da ist so viel Beta-Carotin drin, das ist absolute Wahnsinn. Dann natürlich auch Vitamin C, recht reichhaltig, ist sehr gesund. Der wird auch schon jetzt hier, wie gesagt, ab September geerntet übrigens, den ganzen Winter über. Und ja, hat schön Frost bekommen natürlich auch. Und ja, kommt dann halt ins Glas rein. Natürlich schön, wenn man es sich noch selber macht, ne, den Kohl, aber so aus dem Glas könnt ihr auch durchaus machen. Gut, dann würde ich sagen, bon appetito. Ne? Guten Appetit, guten Hunger, wollen wir mal. Als erstes probiere ich natürlich den Grünkohl. Also der ist richtig, also wir sehen hier, der ist richtig schön saftig, so muss der sein. Und wenn er jetzt noch ein bisschen nach Heu schmeckt, na, dann ist er richtig. Leute, der ist so zart. Der ist richtig saftig. Ich lasse auch immer ein bisschen von diesem Glaswasser, lasse ich extra noch mit drin. Also ich presse den nicht aus oder so, weil dann bleibt der einfach saftiger. Schaut euch das mal an hier. Leicht strohig, grasig, euch. Bitter zart, also das ist ganz weich, Leute, und hat ein super Aroma, wirklich ein super Aroma. So, und nun kümmern wir uns mal um die Berliner Knacker. Die knackt nämlich richtig. Pieken wir mal rein. Ein schönes Berliner Schinkenknacker. Ja, die muss auch so sein. Ich halte sie mal rein. So schaut die aus. Also die ist durchaus ein bisschen fettiger, also fettiger als eine Wiener. Dadurch wird sie natürlich auch saftiger. So, ich versuche mal, ob ich jetzt noch mal ein bisschen hier schön mit dem Grünkohl, ne, so isst man das dann, ein bisschen Grünkohl und Wurst. Das knackt. Ja,
Wunderbar. Wunderbar. Ich bin Grünkohl-Fan, Leute. Das ist so geil. So ein Stückchen nehmen wir mal noch. Jetzt mal schön hier mit dem Senf. Ausgezeichnet, Leute. Sehr lecker, sehr lecker. Passt. No. Ich gebe auf jeden Fall eine Empfehlung raus, wirklich für Kocheinsteiger. Vielleicht habe ich es ja geschafft, jetzt mit dem Biersüppler, dass ihr auch auf die Idee kommt, so, ja komm, stellen wir uns mal eine Herdplatte. Weil Leute, auch wenn ihr sagt, ihr könnt nicht kochen, das kriegt wirklich jeder hin. Das ist ganz einfach, ist kostengünstig, sehr einfach, sehr lecker und ist einfach ein traditionelles Essen. Hier bei uns gerade aus der Region, aus Berlin, das wird sehr, sehr gerne gegessen. Und macht satt auch ein bisschen, ja. Also ist richtig toll und das passt einfach jetzt, der Herbst, Winter ist ideal. Die Frage, ob es öfter jetzt ein Kochformat gibt, vielleicht Leute, aber nur eine Reihe machen wir. Wir werden erstmal eine Reihe machen, eventuell mit allen, ja, Traditionsspeisen, die es so gibt hier regional vielleicht. Ja, oder was man so, die Klassiker vielleicht, ja, so dass man die mal so abarbeitet. Weil das ist meistens kein Hexenwerk. Das kriegen eigentlich alle hin und ich freue mich, wenn ich das machen kann. Ich esse gerne, ich bin Hedonist, ne? Ich mag das einfach und genau. So, und ich esse das jetzt hier. Erstmal weiter. Ruhe ohne euch. Kocht's mal selber, dann habt ihr auch was zu essen, ne? Ja, Freunde, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen und fürs Interesse. Lasst es mich wissen, ob es euch gefallen hat. Schreibt es in die Kommentare rein. Abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!